Hey, weiter geht's bei God of War Ragnarok. Wir sind mit Freya unterwegs. Wir müssen ihren Bruder retten. Sind noch nicht mehr so weit weg. 200 Meter noch. Letztes Mal gab es einen etwas härteren Fight zum Schluss der Folge. Das ist bestimmt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das hier sieht doch irgendwie. Vorsicht, das ist der Alpha. Das wird schwer. Der Alpha. Kann ich nicht einfach hier weitergehen? Okay. Wenn er da ist, aber gibt es da auch irgendwas? Oh, das ist sogar ein Boss. What? Wie viel Schaden macht dieses Vieh? Okay, wo der hinlangt, wächst kein Gras. Start noch mal von vorne. Der Schadensoutput hat mich extrem überrascht. Freya hat nicht übertrieben, als sie gesagt hat, das wird nicht einfach. Vorsicht, das ist der Alpha. Das wird schwer. Ah, shit. Also wenn er mich trifft, ne, dann gibt er mir... Ja, super. Das war nicht so gut. Also wenn er mich trifft, dann gibt er mir auf die Fresse. Ja, endlos. So, jetzt fliegt man ein bisschen in die Luft. Ich habe den grünen Kristall gesehen, den will ich haben. Ja, mit dem Speer kann ich eigentlich gut auf Distanz bleiben und ihn abwerfen. Und dann mit der Explosion mache ich schon recht guten Schaden. Auch vor allem, wenn er vom Freier abgelenkt ist oder seinen Fokus auf Freier legt. Okay, jetzt nicht zu gierig werden. Jawoll! So, habe ich jetzt irgendwas Tolles bekommen? Ein Amulettzauber. Okay. Wenigstens etwas. Was ist das denn für ein kleines Vieh? Okay. Scheint nett zu sein. Ich Kratos wirft ihn auf jeden Fall nicht ab, auch wenn ich es drücke. Ah, das, wo wir Freya zurückverwandelt haben. Arme Nidhoggr. Sie waren zum Weg. Ja, das stimmt wohl. Trotzdem seltsam. Was hat sie hier gemacht? Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Nidhoggr beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja, verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Ja, und jetzt? Wo muss ich hin? Also da wird ein Weg angezeigt. Wo ist denn der? Vielleicht kann dein Speer uns rüberbringen. Ja, ist eine Möglichkeit. Ich habe das Loch bisher nicht gesehen.
Eine neue Region. So, ab jetzt Aufmerksamkeit wieder verhalten lassen, weil jetzt sind Sammelgegenstände wieder da, die ich noch nicht habe, wahrscheinlich. Mach einfach mehr Lärm, wenn der andere. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildesvini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und raus. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Lärm machen kann ich gut. Hier ist es. Hinter diesen Ranken steht ein Altar. Ja, ich muss Nacht machen, ne? Wenn mir das so mit der Keule ins Gesicht gepfeffert wird. Ruf jetzt bitte Sköll. Ja, ist gut. Ah, von der anderen Seite. Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg. Das wirkt aber nachts wesentlich bedrohlicher, will ich mal meinen. Und das ist doch eine Kampfarena. Wir kommen zu dir irgendwie. What the fuck? Ist das ein Ceratops? Ihr habt eure Position preisgegeben. Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Heimdall. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag! Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Geh. Das muss ich tun. Ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, weißt du. Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin. Hier. Zeig. Was hast du drauf? Ey, der hat ein Reittier und ich nicht. Ich bin enttäuscht. Ehrlich gesagt muss ich erstmal damit zurechtkommen, dass Freya hier nicht ist. Oh, das mag er nicht. Ja, wieder Speere werfen. Immer von ihm wegbleiben und Speere werfen. Und wenn er das macht, kann ich ein bisschen punishen. Ja, das macht auch viel Schaden. Oh, was hat Hülthopür dir je getan? Ja, okay. Schema habe ich jetzt mittlerweile drin. Ja. Du verlierst. Und du merkst es nicht mal. Komm, jetzt einmal hier, zack! Oh, oh, er wird ein bisschen flinker. Wirklich? Du bist der, der Baldur getötet hat? Ja. Und du bist der Nächste. Na los! Oh, ist das... So.
Jetzt jagen wir das Tier hoch. Was? Oh, ey! Amüsieren wir uns schon. So, das Tierchen ist hinüber. Ah, gut, wir beide also. Oh. Niemand kommt dir zu Hilfe. Die Mistelkönigin ist lange fort. Wir sind nur noch du und ich. Ja, und wie treffe ich den? Oh, halt. Du dachtest, der Stock verschafft dir einen Vorteil? Eigentlich hatte ich das gehofft, ja. Na los, kämpfen wir. Ja, wie soll ich den besiegen? Der Spross der Asen mit dem Stock eines alten Knackers besiegt. Der nimmt mich nicht ernst. Schöner Stock. Er rechnet nicht damit, dass Dröpnir losgeht. Ach so, man muss ihn in die Luft jagen. Okay, aber ich darf nicht zu lange machen. Danke. Ich hab. Was zum. Ah, okay. So. Ey! Ich treffe ihn trotzdem nicht! Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist unglaublich befriedigend. Was jetzt, Bruder? Der Speer bleibt unsere beste Chance. Gen. Ja, ich darf nicht so viel auf einmal werfen. Sofort die Situation nutzen, wenn ich sie kriege. Hey, Vorsicht! Die Armschienen sind neu. Okay, ich hoffe mal, sobald er getroffen wird, dass er massiven Damage bekommt. Oh, er weicht jetzt sogar aus. Ich muss den Speer ausnutzen. Komm hier hin, komm hier hin, komm hier hin. Nein. Doch. Komm hier hin. Da steht er zu weit weg. So. Alle guten Dinge sind rein, ne? Jawohl. Du hast mich echt getroffen. Langsam. Blocken Sie Angriffe oder weichen Sie aus, wenn Sie die Zeit verlangsamen, um selbst die Angriffsmöglichkeiten zu schaffen. Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal jemand. Oh, er wird sauer! Du schlägst zu wie eine alte Kuh! Langsam! Hör los! Du kannst es doch! Warte nur auf den richtigen Moment! Ja, und wenn er die Zeit verlangsamt, kannst du ihn danach punishen. Na bitte. Eine Rüstung für einen Gott. Ja, die Rüstung machen wir mal weg. Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Wirklich? Scheiße. Oh, jetzt ist er sauer, oder? Ja. Also, Schmerzen habe ich schlimmer in Erinnerung. Ich bin dran. So, jetzt kriegst du wieder ein paar. Scheiße, das hat mich volle Pulle erwischt. Falsches Timing. Es reicht. Los, schlag zu. Hab ich vor. Ah.
Schlag zu! Ja, ja. Und tschüss. So, jetzt habe ich dich. Mehr ist das nicht. Erzähl das deiner kaputten Schulter. Ihn auf jeden Fall ausweichen. Das hättest du besser nicht gesagt. Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Oh, er kann sich regenerieren. Du entscheidest nicht über mein Schicksal! Du bist tot, Sonnenschein. Oh, es geht weiter. Und viel zu voll genommen. Ja, das werden wir sehen. Weißt du nicht, wer ich bin? Das interessiert mich nicht. Der Wächter der Asen. Der Herold von Ragnarök. Ich werde deinen kleinen Mischling finden. Und ihn zu ja, er provoziert Kratos nur. Aber kann man das vielleicht mit einem Schildschlag auch umgehen? Nur einer von uns beiden überlebt das hier. Und das wird auf keinen Fall du sein. Ah, shit. War es bloß nicht, mich zu verschonen. Ich hab langsam wirklich genug von dir. Ich von dir auch. Schluss damit. Du bist mittlerweile leicht ausrechenbar, mein Freund. Oh, da habe ich meinen Mund wieder zu voll genommen. Oh. Bruder! Bruder! Das ist nicht, wer du sein willst! Das war...
Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Naja, ja, Kratos hat so lange provoziert, ne? Kratos wollte es am Anfang ja nicht. Ich sag mal so, schade um ihn finde ich nicht. Aber jetzt ist Heimdall tot und wenn Odin noch vom Wind bekommt, brennt die Hütte. Das ist schon mal Fakt. Oh, wie praktisch. Hilfe! Wenigstens die Rettung läuft gut. Kratos ist, glaube ich, nicht in guter Stimmung gerade. Ja, und jetzt? Ist doch Sackgasse hier, oder nicht? Wie wär's, wenn ich den Weg hier einfach folge? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Nein. Wie wär's, wenn du eine Waffe in die Hand nimmst, Kratos? Oh, jojojojoj! Ach, ah, ne, der ist auf unserer Seite. Aber wir kommen nicht durch die Tür. Eine Falle. Hey, hier werden bestimmt sehr, sehr viele kommen. Sind hier jetzt noch welche? Da oben, ne? Oh, hier sieht man nicht so viel. Das ist nicht gut. Wir halten das nicht ewig durch. Ich habe eine Idee. Okay, das sind die nächsten. So, nächste Welle. Ja, wir sind zu viert und er ist alleine. Und er ist slow. Okay. Uiuiuiui, der kann aber schnell Distanz überbrücken. Okay, jetzt kommen mehrere. Verzieh dich. Autsch. Der muss jetzt hier erst weg, damit ich mich auf den Riesen konzentrieren kann. Kann er? Okay. Ich wollte gerade sagen, kann der hier rauf? Gibt's nicht, was du hier vorhast. Ah! Weg von ihm. So, jetzt können wir ihn, glaube ich, finishen. Ja.
Als ob die beiden Schläge gegen den Kopf nicht gereicht hätten. So, und jetzt? Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Na, das siehst du aber nicht aus. Tust du nicht. Au, 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 langsam. Zu mir. Mir nach. Okay. Ich soll einfach laufen, wahrscheinlich. Wir haben hier Gesellschaft. Ey. Ey, wozu sind die anderen da? Die sollen mir die von Leib halten. Bogenschützen. Soft. Ui. Gute Arbeit, übrigens. Hey, ich bin Atreus. Gut? Hallo? Nein! Halt durch! Zack! Weg! Aus dem Weg! Fast da, oder? Rechte Seite! Hui! Weiter, vorwärts! Wir sind fast am Schluss! Das war nicht schlecht. Wo ist das Boot? Wirf das in den Fluss. Beeilung, das hält sie nicht lange auf. Ja, natürlich. Skipplatten. Freyers Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Was ist jetzt? Oh, das ist übel. Festhalten! Ihr hättet euch mal sehen sollen. Was? Ganz ruhig. Es fliegt? Wir fliegen! Damit hatte ich gerechnet. Wir haben Gäste! Ich wusste, dass es zu gut lief. Etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung! Ich kann keinen anvisieren. Hinter dir! Der Jaffe. Er wird uns gleich wieder. Der Jaffrendra. Wir gehen. Der ist ja reizamer. Egwet, einet alde, der. Domer, von Dautander. Birgir, nein! Für Wanderheim! Thank you.
Pjörgir. Ach, komm schon. Glaubst du wirklich, das ist Pjörgirs Ende? Glaubst du, er hat das überlebt? Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel mit den Federn der Bestie sauber. Wirst sehen, es... Ah, ja, es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Lunda! Lunda, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Oh. Nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich habe deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Warte! Wieso maulst du mich an? Ich habe dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya, würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Varnaheim ist in guten Händen. Feuer in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Nur zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Mach einen Warngott stolz. Er gab dir sein Boot? Toll. Er ließ mir keine Wahl. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Ja, Leute, wir sind am Ende der Folge. Leute, das Jätlerhorn Ragnarök ein. Was auch immer es macht. Ich habe in Odins Bibliothek davon gelesen. Es soll... Atreus, das besprechen wir unter uns. Okay, bevor ich unterbrochen wurde, wollte ich mich gerade verabschieden. Wir sind am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao. Es tut mir leid. Pyrgir hat mich verletzt im Dschungel gefunden, als ich versuchte, wieder hierher zu finden.